Papa, weißt du, wo die Mama ist? Marlene? Bist du heute mal? Weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir denn? Ist es kurz vor drei oder was? Ja, kann ich den noch mal essen, ja. Ja. Hast du schon warm? Ich wollte dann die Reihe da rein aufnehmen. Ja. Ein Zwiebelfleisch mit einer Hagebuttensauce machen und dazu gibt es Bohnen mit Lauch und Zitterkäse. Soll ich dir noch was Brettchen vorgeben? Oder ist eher broschieren, also eine längerfristige Angelegenheit? Also besser erst nachher, wenn ich dann... Ja, sag, schrei, wenn du was wenn brauchst. Wenn ich schon gehabt habe, ich habe jetzt aufgebaut, halt was unten, wo ich schlafen umgebaut, damit er halt eine kleine Ewigkeit zu machen. Und mit 16er der Sehne ist ein bisschen dick. Schmeckt's? Ja, gut. Versteht mir jetzt gar nichts, aber... Sag's gleich, der regt mich jetzt an, wo ich beim Essen bin. Und ich soll dir was sagen, das ist wie der Zahnarzt. Man kann sagen, das war jetzt Absicht. Hat mich auch nicht vor dem guten Essen. Ja. Aber jetzt muss ich mir so einen Steintel geben, so zupft man ins Kreis. Da sagt er, ne? Jetzt gehst du einmal fort und kommst noch gleich wo wieder. Das sind sie bei mir auch gewohnt. Oder italisch wird es auch noch. Kistler hat schon was drauf da. Ist der Kistler sein Weib? Macht ihr Bauchtanz? Ja, sie nicht. Ja, sie nicht. Ja, Papa. Also dann, ich wünsche was. Ebenfalls, gell? Ich sag mal wieder. Ja. Wenn der unten wieder mal was ist, weiß ich nicht. Entscheiden wir in ein paar Wochen. Schön. Aber eher so. Eher so. Verhalten ist so, oder? Ist ja nicht hundertprozentig, aber verhalten. Genau. Ja, dann sehen wir uns eh wieder. Ja. So gut. Ja, so klein. Jedenfalls, ja. Kleines Haus. Grüß dich, da war jetzt ein Ablagerecht, oder? Modifizieren? Alle werde ich sie vernichten, alle, keiner kommt mir auf.
Der Kippnebel und dann, oh, wie hart ich auf diesen Moment gewartet. 500 Jahre hier eingesperrt, aber jetzt ist Schluss. Ich will eine Brotte. Ich will oh, mein lieber Freund, wie die Liebe, es ist ja schön, dass du mich auch mal besuchst. Ja, Papa. Wird dir nicht nützen, denn das hier. Niemals, niemals, nicht kriegst du nicht mehr los. Na, dein letzter Stündlein hat geschlagen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Sagt ja eh nichts. Du musst doch nichts wissen, oder? Und das lang dir zum Brose gießen? Ja. Das ist klar. Minimalist. Na ja, gut, der Tunnel ist lang genug. Ja. Die Menge an Holzkohle ist nicht ausschlaggebend. Ja. Wenn es mit wenig auch Hitze gibt. Ja. Das richtige Verhältnis. Aber die richtige Menge Sauerstoff, die dazukommt, das ist eher ausschlaggebend. So, das ist ein bisschen wenig hier unten.
Das ist ein Teil von einem Gürtelbeschlag, ja. Fast zeitgleich. Wir haben einheimische Chinesen. Fast zeitgleich. Steine? Stimmt, aber ich habe schon mal gesehen auf dem Pudel, glaube ich, für die Kelten so am Burt. Da gibt es auch auf eine Situle drauf, auf eine Vase. Ist das als Relief? Ja. Da sind ein paar drauf mit so einem Schwammerl. Ja, da habe ich das schon mal gesehen im Zusammenhang mit der keltischen Kultur. Ja, und gefunden haben wir es ja auch original. Der Muckisch, nein. Oh, Platzi, gehst schon. Und Holzschuhe haben sie auch so gehabt, oder? Ja. Echt, die hat man nicht gefunden. Da findet man nichts. Aber was man nicht gefunden hat. Die habe ich heute trockene Füße. Warme Füße. Ja. Ich muss den wieder den ganzen Abend filmen und rumlaufen. Nein, das ist schon. Ich habe schon andere Schuhe auch. Die Kelten auch, oder? Und der große Bundschuhe ist der Bundschuhe, ja. Da gibt es eine gute Darstellung von da hinten, da geht es los, 800 vor Christus. Ja, bis, die Kelten, bis zur frühen Mittelalter, da hat man die schon. In den Kelten war, dann habe ich einfach. War ein Barfuß, ja, das ist auch so eine einfache Geschichte. Nein, die hat man eigentlich gehabt, 800 vor Christus ist losgegangen mit den Bundschuhen und dann bis früh mit Leuten. Ich habe immer meinen philippinischen Speer dabei gehabt, das hat keiner gemerkt, dass der nicht keltisch ist, wenn er so keltisch ausschaut. Der ist bloß ein bisschen kürzer, also die Kelten haben glaube ich länger nicht Teile gehabt. Also der philippinische, aber der ist original. Da gibt es auch zwei oder zu hoch ungefähr. Altstadtzeit von zum kurzen und einem langen. Ein langer zum Weghalten und den kurzen eher für den Nahangriff. Dafür haben sie auch weniger Schwerter gehabt. Ja, mei, das war weniger Metall an, sondern das war nicht so teuer. Und die Zapfen, die kommen. Nur die Reichen haben ein Schwert gehabt und eine arme Kälte. Ich sage, ich bin eine arme Kälte. Wie gehe ich da hin? Hacke und ein Speer und ein Schwert. Speer und Hacke. Kann man eh nicht leisten, den Schuh. Ganz anders, ganz anders wie bei siehst du auf die Felsgravuren teilweise? Alle? Alle Beil? Ja. Aber, ich bin dann eher so Druide da. Also. Bin nicht so ein anderer Krieger. Da müssen halt Händler. Also, ich habe im Offen. Ich doch meine Brille. Ja, gut, dann Speer.
Aber mir fehlt noch so ein schöner warmer Mantel. Ist der nicht? Nur mit meinem Mann da. Oh, schöne Mantel. Das ist der, der nicht dran ist, wird. Das ist ja unentfällt. Das kommt noch bei mir. Ich ja, meine Mutter hat man immer noch nicht fertig, nein, am Montag. Gell? Ja, ich habe kein gescheites Modell gehabt. Ja, ich mehr, aber so einmal, ich muss Modell, ja das einmal lernen mit dem Scheißding. Aber ich hätte jetzt vorhin zum Nein, das müssen wir mit ganz wenig Schulung eigentlich fast sein. Vorhin? Ja, schon, das muss man lernen. Du kannst üben. Du kannst ruhig verhunzen. Also meine Brüder haben beide miteinander. Nein, das ist Keltenwand, um Gottes Willen. Die haben sich Schenkte gemacht. Ich habe in der Keltenzeitschrift schon so schön Schnittmuster gefunden, da haben wir schon Stoff besorgt. Aber der Schnittmuster und der Spätzle sollte man aus Nepal dann so ein gesticktes Keltenmotiv mitbringen. Das hat auch noch nicht geklappt. Aus Nepal. Ja. Und die haben alle die Klumpen da alles an. Bandjes Klumpen. Das sind nicht Vorlage. Also der Mittel aus dem aber keine keltische, richtiger holländische. Ja. Der ist auch zweierlang auf Holzschuh gelaufen. Heute habe ich so etwas heute, weil es so nass und in der Früh war und so kalt. Ja. Sind sie warm genug? Die sind warm genug. Ja, man muss halt genügend Socken drin haben. Mit Nylonstrümpf geht da nichts. Gescheit wohl nicht. Na, sonst habe ich auch andere Schuhe, aber die kann ich auch bei der Witterung sein. Nein, das macht das Bus kaputt. Schau mal, das ist schön mit dem schönen Torgesloh und so spannend, das sind alle aus dem Stück. Was macht denn der jetzt? Und der Gürtel. Bronzeguss ist das. Jetzt die Pfanne vergessen. Bronzeguss. Gießen? Gießen. Gut, dann muss man Gießen. Dann muss man was ist denn das da mit der Goldfarbe? Allein in Handtuch. Ist das Bronze? Das ist Bronze. Ja. Bronze schaut so aus. Das ist wie bei Kupfer, bei Kupferdacher. Gibt es unterschiedliche Bronzen? Ja. Ah, das wird er später dann braun. Das ist Bronze. Das ist Bronze. Und wenn man es putzt, dann schaut es also hell aus. Ja, die Modelle kommen jetzt dann am Schluss noch raus. Das Holz weiß man nicht, oder da findet man halt nicht mehr so viel von den Lernern gelocht, wenn es auch raus. Die Karotte trägt das Gelocht in Zeit. Und dann ist es wichtig, die Luft, die dann im Hohlraum drin ist, die muss er dann auch raus. Das ist recht schnell eben auch raus. Dann rutschen die Luft dran, sehen wir, wie die Kleine sind. Ja, auch ist es relativ einfach. Also der Würstel. Das ist ein Bettel. Das ist kein Metall. Ohne Drehscheibe ist sie Ich stelle jetzt einfach durch. Die waren da verkehrt, diese Seifen. Das ist die Olivenöl gewaschen, die Dreckchen. Warum? Ja, die haben sie mit Olivenöl. Die sind ins Bad gegangen, haben sie sich mit Olivenöl eingerieben und dann haben sie. Aber ich habe mal aus Holz mal eingegangen. Bis die schwarzen Wurzeln gegangen. Das war die mir nicht. Nee, da haben sie gut. Das ist halt voll Arbeit. Ja. Damit besorgt. Dann so lieben. Ja, die ist auch noch unsauberer. Wir haben ziemlich hoch dran. Also am Dürnberg müssen wir windige Lichtschutz.
Ja, wenn du dann das Ergebnis siehst. Ja, die Spannung, ob es was geworden ist oder nicht. Ob es was wird oder nicht. Ja, aber hier wird man, dass das schon ein bisschen. Aber man braucht ja die ganzen Zuläufe. Das ist, ja. Sind es auch noch mal Entlüftungslöcher? Ja, das weiß ich. Ich hab's so nicht. Alles noch Entlüftungslöcher. Also, Das heißt, dass du in der Form selber dann keine Blasen reinkriegst? Genau, die Luft, die drin ist, die muss ja raus. Ja. Weil ich will ja, dass das Metall reinfließt. Mhm. Und wenn ich oben natürlich immer nachschütt, dann kann die Luft. Muss die irgendwo muss hier, ja. Muss irgendwo hier, ne? Ja, sonst gibt es dann relativ schnell Fehlbüsse. Das merkst du nicht fein, ja. Also die Grube ist deswegen, weil der Graphit sonst. Naja, das habe ich schon verstanden. Die Formen, sind das Silikon oder? Das Blaue? Ja. Nein, das ist ein spezielles Modellwachs. Modellwachs. Das sich sehr gut bearbeiten lässt, schnitzen und feinschleifen lässt. Mit dem kann man eben sehr angenehm arbeiten. Man kann im Prinzip aber auch Holz hier nehmen und Modelle aus Holz machen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist natürlich nicht ganz so angenehm zu bearbeiten, weil es halt faserig ist auch. Aber es ist nicht so, wenn man dann mit Kräften. Ach, das ist das, was man sagt. Wenn man schon eine Vorlage hat, dann ist es zum Beispiel das ist ein Kürbisschen. Setzt die aus Wachs dann noch fest? Also wenn ich schon eine Gürtelschließe habe, wo ich sage, die will ich jetzt nochmal machen, dann kann ich die im Prinzip auch direkt schön machen oder einformen. Also ich muss die nicht nochmal schnitzen. Außer ich will da irgendwas anderes dran machen. Aber im Prinzip kann ich ein fertiges Teil auch hier nochmal und dann einformen. Hinstellen. Aber so. Von der Größe her, weil wenn ich jetzt den Torge so schaue, so dann mal. Nach oben hin sind da wenig Grenzen gesetzt. Weil das ist ja doch ein Haufen Material, was du da aufgießen musst. Und das ist klar. Da ist dann wurscht von der Form her. Also wenn du die Form einmal gemacht hast, das. Die meiste Arbeit ist eigentlich die Herstellung vom Modell. Und bei größeren Modellen kannst du die dann auf mehrere Etappen gießen? Man kann natürlich generell schauen, ob man größere Gegenstände aufteilt und dann hinterher beispielsweise zusammenlötet. Mhm. Das ist auch denkbar, ja. Also auf ein Stück draufgießen geht nicht, oder müssen wir irgendwie was anderes, einen Zapfen machen oder irgendwas, oder? Das ist schwierig. Schwierig. Also das haben sie früher zum Teil auch gemacht. Weil Griffe zum Beispiel sind ja oft aufgussen, oder? Bei Schwertern gemacht, oder? Also bei den Kelten bin ich mir nicht sicher, wie sie es gemacht haben. So diese unempfehlerzeitlichen Treibungsschwerter, die sind ja oft aufgegossen. Dass du auf Eisen zum Beispiel Bronze aufgießen kannst, das geht. Also ich weiß es beispielsweise von Haarnadeln. Die Nadel selber ist aus Eisen und der Zierknopf ist aus Bronze. Das heißt, da musst du im Prinzip den Eisendorn, den musst du dann schon fertig haben. Der ist dann eventuell am Ende, wo dann der Zierknopf drankommt, eventuell ein bisschen griffelt oder was. Genau, eine Rille rein oder wo. Genau, und dann legst du den Dorn mit in die Gussform rein. Genau. Und dann gießt du quasi den Knopf dran. Das funktioniert schon. Aber so den Torge ist auf ein Stück, das geht. Also im Normalfall, denke ich, macht man dann ein Stück, wobei der. Natürlich halt irgendwo mal offen sein. Und der müsste ja auch sein zum. Nicht runter. Oder auf. Ach, der ist gesteckt. Okay. Der ist da gesteckt, ja, dann in der Steckverbindung. Weil wir wachsen ja nicht mehr rein. Genau.
Sauer wäre das Ding auch ziemlich schwer, also mit dem kann ich unterschlagen. Pulswärme ist richtig massiv, total. Muss man mal sagen, vielleicht kann ich dir mal welche machen. Was machst du? Pulswärme. Die gehen leicht. Ja, jetzt als angehender Rentner. Du, weißt du, du musst eine brutale Hitze haben, so rot wie du im Gesicht bist. Na, das ist ein hoher Blutdruck. Ich habe aber auch brutale Hitze. Ja. Das ist schön. Die Keltenkost. Das keltische Blut. Das Bier. Super. Dann müssen so kalt wie sein wie. Jetzt habe ich alle Löcher drin, die ich brauche. Die vielen sind ja Wahnsinn. Ich habe nämlich in Innsbruck, da liegt ein Prong, also so ein Hiebschwert, so ein Hiebmesser, ja. Das eine ganz eigenartige Form hat. Aha. Und da ist das Messer selber die Form und der Griff aus einer ganz anderen Bronze zusammensetzen. Also, wie gesagt, aufgussen, man kann es schon drauf gießen oder angießen, aber es ist jetzt nicht so, dass das miteinander verschmilzt unbedingt. Es muss dann einfach einen Formschluss haben, beispielsweise, dass das dann nicht wieder auseinanderfällt oder auseinanderbricht. Ja, du musst innen irgendwas machen, entweder Zapfungen oder was mit Neuem machen oder Rillen. Genau. Weil dass die Bronze, die du reingießt, auf eine erstarrte Bronze auftrifft, dass das schmilzt das nicht auf. Mhm. Also nicht wie beim Schweißen, wenn dass die, das dann aufschmilzt. Wenn sie das Messer vielleicht vorerhitzt hätten, bis kurz vor dem Schmelzpunkt und dann draufgossen. Also ich bin mir sicher, dass hat das funktionieren? Dass das Messer, ist das ein Griff, der da aufgegossen ist, oder? Mhm. Mit Verzierungen und alles. Ja. Richtig ganz toll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Griffangel von dem Messer einfach so geformt ist, dass wenn du was da drumherum gießt, dann kannst du nicht dass aus. Das einfach nicht mehr weg kann. Eben, ja, weil es irgendwo hinten da durch eine Verdickung oder irgendwas dann. Das ist ein trapezförmiger, bloß ein kleines Zapferl sein. Ja. Selbst wenn es boom war. Aber es ist ja nicht locker. Also, weil Ja, locker ist das nicht, das ist richtig. Eben, das ist schon drauf. Nicht locker. Das Wachs bleibt jetzt drin. Nein, das hole ich raus. Jetzt hole ich alle Modelle raus. Du siehst, der Kanut kommt nichts dazwischen, jetzt war Metall. Ein Haufen Material, was da drauf geht, gell? Zu den Torges und die Fibeln oder was? Wenn die ja gesagt haben. Und das alles aus Brot, du musst schon einen Haufen Oberleitungen klauen, damit du das machen kannst. Jetzt muss ich das wieder aus dem Mittel rausschneiden. So mit so übertonen, weißt du? So, da. Was ist da Musik drüber spielen? Und dann immer wieder zu verwenden. Da war ich mal eine Breze. Ein Brandopfer. Ich weiß nicht, wie viel war denn? Halbe fünf, glaube ich. Ist schon. Schau mal. Drei Viertel, fünf. Zeit geht rum. Deswegen frage ich gerade. Zeit geht rum. Durch das, dass ich gekommen bin, ob ich überhaupt nicht spüre. Was damals nicht
Man muss ja die anderen auch noch schnell füllen. Ja, da glaube ich, hörst du Zimmer die letzte Viertelstunde. Ja, dann wärst du halt auch nicht mehr gegessen. Ne? Von mir. Ja, ich mach's jetzt noch durch, weil. Was? Du hast gerade das Modell, das war die Arbeit für nix. Ja, nein. Das war jetzt das Fischgrill. Aber das ist mir ja auch wieder Überraschung, oder? Jetzt mal, wenn du gehst, freut man sich, wenn was rauskommt. Ja, ganz sicher ist es natürlich nie, ob es dann so rauskommt, wie man mag. Das ist schon sicher ein Ding. Dann aber in erster Linie an den Lüftungen. Gut, du musst natürlich noch feilen. Du musst auch noch feilen. Ja. Trotzdem, vor allem das Gossen ist ja nicht stark, das ist halt bloß ein halber Millimeter. Das ist dann schon.
Wie viel Grad bringst du da drin zusammen? Ich habe es noch nicht gemessen, aber es dürfen ungefähr 1300 Grad sein. Zumindest 1200 bis 1300 Grad. Und du hast ja da nur so Luft reingemacht und die Holzkohle drin und dann den Rest machst du mit der Luft, gell? Genau. So ist es, oder? Wenn das Holzkohle feuert, bläst, dann wird auch die Temperatur her. Dafür die Brase ungefähr 1050 Grad, ja, bis die komplett flüssig ist. Ja. Braucht dann zum Gießen aber nochmal 50 bis 100 Grad mehr. Ja. Also ca. 1150 Grad. Ja, das bringen wir so gesehen. Und was tust du da immer schütteln? Darf ich mal? Es ist so, dass die Kohle unten drin verbrennt. Ach so. Und dann der Ziegel immer runter sinkt. Ach so, okay. Und darum muss ich den ab und zu ein bisschen hochziehen. Aha. Zwischen Donau und da ist es bloß so ein Loch ausgekommen, gell? Das ist nichts, oder? Vielleicht so tief, oder? Nimm ich auch, gell? Relativ nur. Wichtig ist eben nur, wie viel Luft man reinmacht. Ja. Die Menge Holzkohle ist nicht ausstattet. Ja, wenn man so durchgeht, dann kann man auch so, wie viel Thank you.
Und wie lange dauert jetzt der Schmelzvorgang für dich, bis das... Also ich bin jetzt schon ein paar Minuten dabei. Schon ein paar Minuten? Wird schon länger dauern, oder? Normalfall 10 Minuten, circa 10 bis 15 Minuten. Dann ist es schmelzen. Dann darf es geschmolzen sein. Okay. Ja. Der Titel, also was ist denn der Titel? Keramik. Das haben wir dann schon gesündet. Hat. Wie oft kannst du den hernehmen? Martin, wie oft kannst du den hernehmen? Wie oft kannst du den Titel hernehmen? Ja, es geht immer darauf an, wie du da aus der Fertigung kennst, aber durchaus 10, 20 Mal. Mhm. Das ist jetzt krass, oder? Nein, noch nicht, aber... Achso, nein, weil es die Schürzen noch zeigst. Ja, aber es wird jetzt noch Wasser da. Die haben alles im Pool gehabt, die haben eigentlich sehr wenig Filtern gehabt, aber die sind halt immer wieder passiert. Das hat man halt auch verschämt, wenn man irgendwie drin ist. Und die Archäologenprovinz immer wieder, dass sie genau das wissen, wenn man das politisch korrekt. Aber ja, kann das bitten, dass du noch einen Schritt zurück gehst? Oder jetzt in die ja, eben, wo haben wir eigentlich die 1200 Grad heißes Metall auf den Füßen, das ist nicht so gesund. Jetzt ist es ab. Ist es flüssig schon? Das ist alles flüssig, wie man reinschauen mag. Ja, schau mal. Ja. Und die Kohlen macht jetzt nichts beim Gießen? Nein. Eher von Vorteil, wenn ein bisschen Kohle mit drin verbrennt, ja, weil die den Sauerstoff erhalten. Ich heiz jetzt noch einmal nach, dass wir wirklich genug Temperatur haben. Ich hab den Müll einer gefunden. Jetzt geht es alle nochmal einen Schritt zurück, dann, wenn es soweit ist. Ja, wenn es soweit ist. Ja, ist schon gleich. Das dauert jetzt so lange nicht mehr. Thank you.
da sieht man es besser. Ja, nicht, dass ich das verdeckt habe mit meinem Körper. Ja. Das ist die Lauschkunst, glaube ich. Nein, mach das dann nicht. Ganz schnelle Sache. Das war es jetzt im Prinzip schon. Also du hast praktisch da dann den Überschuss immer gleich noch das Blatterl da drin. Ja, ich lasse das ungern im Tiegel, weil wenn ich das nächste Mal eine andere Zusammensetzung gieße, dann habe ich da Reste drin. Ja. Ja. Ja, schon wird. Schauen wir mal. Muss ein bisschen kalt werden. Schnabel auf! Es kommt der große Augenblick, wo auch wirklich alles vollgelaufen ist. Okay, da sieht man schon mal, der untere Ring ist nicht voll geworden. Da hat es dann irgendwo gefehlt. Wahrscheinlich an der Stelle ist Metall schon zu kalt, bis das da runtergelaufen ist. Aber die zwei Hauptteile oben schauen einmal nicht schlecht aus. Ja. Die Ringe setze ich eigentlich immer nur noch rein, um den Platz auszunutzen. In der Form, wenn man schon mal einen Guss macht. Schaut mir nicht schlecht aus. Die Zapfen sind zwar auch nicht ganz voll gelaufen, aber ausreichend lang für den Zweck. Wo müssen die dran kommen, weil du die Zapfen brauchst? Das hier wird eine Fibel, eine Brosche. So, okay. Und da muss ich hier da auf kommt das, noch ist was die, drauf. Genau, das ist die Rückseite dieser Fibel, da wird noch eine Nadel montiert. Und darum brauche ich die zwei Zapfen. Und dass die jetzt nicht vollgelaufen sind, liegt es dann am Kanal selber, dass der zu wenig breit war, dass sie schnell genug reinlaufen können? Oder? Das kann jetzt mehrere Ursachen haben. Entweder hat das Lüftungsloch nicht ganz ausgereicht, um schnell genug die Luft das rauszulassen. Oder es kann auch sein, nachdem der Zulauf hier runter relativ schmal ist, dass die Bronze hier unten dann schon zu kalt war, bis sie vollgelaufen ist. Dann. Da hätte ich dann wohl den Kanal noch etwas dicker machen müssen. Dass in kurzer Zeit mehr Metall durchfließen kann. Und aus was ist jetzt deine Gussform? Also außen ist der Stahl, aber was ist da innen das Rötliche? Das Rote ist der Sand, mit dem habe ich die Form gemacht. Ach so. Ja, toll. Spezielle Gussform. Du hast halt aus dem da, aus dem ganzen. Der Rest wird wieder eingeschmolzen. Ui, schön. Das, was jetzt hier in der Mitte eben noch ist, diese Gusskanäle, und hier sieht man jetzt auch, das war noch hier unten relativ schmal. Das müsste man hier eben einfach stärker ausführen, damit das Metall schneller runterfließen kann und keine Zeit hat, sich abzukühlen. Und diese Einlaufkanäle, die werden eben alle weggeschnitten und das kann man wieder einschmelzen, die Reste. Gut, die Ringe sind jetzt nichts geworden, aber die anderen zwei Stück, die sind nur bei Guss, die sind hier drin. Trotzdem schön. Ich schaue das so schon gut aus. Ja, jetzt muss ja so, alles zusammen. Das ist der Gegenbeschlag von einer dreiteiligen Rüttelgarnitur. Da wird dann entsprechend noch. Also, erst einmal wird hier dann abgesägt. Die Oberflächen werden noch geschliffen, abgefeilt, die Grate werden weggemacht. Hinten die Entlüftungszapfen werden weggemacht. Und dann kommt letztlich dann noch eine Kunstverzierung drauf und es wird dann noch teilweise verzinnt und dann ist er an sich fertig, das Teil. Also es steckt schon mal ein bisschen Arbeit drin, bis dann wirklich endgültig fertig ist. Na, sehen. Da weiß man wenigstens dann, warum es kostet. Ja.
Genau. Ja, das dauert einfach seit Zeit. Ja. Die meiste Arbeit ist eigentlich das Herstellen vom Modell. Jetzt bei der Fibel hier zum Beispiel hat allein die Modellherstellung ungefähr 6 Stunden gebraucht. Wiederschauen. Bitteschön. Also die Modellherstellung ist immer das zeitaufwendigste. Dann die Formenherstellung ist dann auch nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem wie viel man reinpackt. Dann das Gießen jetzt, habt ihr gerade gesehen, wie lange das ungefähr dauert, noch, bis das geschmolzen ist. Und dann kommt jetzt halt nochmal die ganze Nachbearbeitung. Also bei der Fibel schätze ich noch einmal eine Nachbearbeitungszeit von ungefähr 2 Stunden, bis dann komplett fertig ist. Das heißt insgesamt, wenn man jetzt eine Einzelanfertigung mal berücksichtigt, dann sind es 8 Stunden Arbeit insgesamt. In etwa. Interessant. Dankeschön, gell? Bitte schön. Da bist du dann mit so einer Fibel, die dann eher so geläufig sind, ein Modell herstellen, kann man immer wieder verwenden. Gut, das Modell kann ich natürlich in dem Fall beim Sandgussverfahren immer wieder einmal hernehmen. Das heißt, ich kann einmal 2, 3, 4 Stück machen oder so. Aber im Normalfall mache ich das eigentlich eher nicht. Also 3, 4 Stück mache ich vielleicht schon einmal. Ansonsten sind es meistens Auftragsarbeiten, die mache ich einmal und dann ist gut. Oder ich mache für den Eigenbedarf. Also das Teil hier für den Gürtel, das wird für mich einmal ein Gürtel werden. Da habe ich die anderen Beschlagteile auch schon da. Das sind eben die da. Ich hatte hier schon mal einen Teil angefangen gehabt. Das wäre dann ein Rückenbeschlag, den habe ich jetzt aber auch nochmal kosten. Hier ist jetzt der Hauptbeschlag noch. Und das ist dann letztlich noch der Bügel, der da vorne noch dran kommt. Und der Dorn fehlt noch. Und den lötst du dann? Oder wie machst du den Dorn dran? Der Dorn wird einfach hier drum gebogen. Ah, letztlich. Okay. Mhm, okay. Und die lassen. Achso, jetzt ja im Dorn. Ja. Zwei war ja vom Haken. Ja. Genau. Und wie viele Versuche war es bis zum ersten gescheiten Guss? Gar nicht so schlimm eigentlich. Ja, das kann. Ja. Kleidung ist richtig. Das ist immer das, wo ich mich schon. Es gibt schon immer mal wieder viel Versuche. Ja, gut, das was nicht funktioniert. Hatte ich kürzlich auch erst, da war ich einfach abgelenkt durch viel Publikum und habe dann neben dem Formenbau erklärt und da und geschaut und gemacht. Und dann habe ich einfach ein paar Entlüftungslöcher vergessen und das rächt sich dann gnadenlos. Und dann ist halt dann so wie da, dann läuft es einfach nicht voll und die ganze Arbeit war dann umsonst. Ja. Ich meine, in dem Fall war das jetzt nur ein bisschen Beiwerk hier, weil noch Platz war in der Form. Dann gedacht, mache ich das noch schnell rein, vielleicht wird es ja was. Aber die Hauptstücke sind zumindest geworden. Ja, danke. Ja, bitteschön.